Chag Sameach, wir sind jetzt Erev Pesach, kurz vor Yom Tov. Und wir haben eine besondere Mitzvah dieses Jahr 2020. Zusätzlich zu dem, dass wir zu Hause bleiben und zu Hause beten, haben wir noch eine Mitzvah, Eruvei Tavshilin. Wie wir es machen werden, werde ich gleich vorführen und zeigen. Aber warum machen wir das Ganze? Weil wir haben ein Gebot, wir dürfen nicht vom heiligen Tag etwas vorbereiten für einen profanen Tag. Das heißt, ich darf nicht vom Schabbat für den Yom Tov was vorbereiten. Oder nicht nur vom Schabbat auf einen Yom Tov, auch nicht von einem Yom Tov für einen profanen, von einem Yom Tov für einen anderen Tag. Das heißt, und nicht einmal von einem Yom Tov für Schabbat und nicht von Yom Tov zu einem anderen Yom Tov. Das heißt, Schabbat darf ich gar nichts vorbereiten. Nur alles, was schon vorbereitet wurde. Und Yom Tov, ich darf nur für Ochel Nefesh, für um Essen vorzubereiten, auf der erlaubten Art und Weise, von einer brennenden Flamme, darf ich Essen vorbereiten für denselben Tag. Unterstrichen ist, für denselben Tag. Das heißt, ich darf am Yom Tov zwar mi esh le esh kochen, aber nur für denselben Tag. Ich darf nicht von einem Yom Tov zum anderen etwas vorbereiten. Und sogar nicht von einem Yom Tov für Schabbat. Darf ich auch nicht. Aber wenn es, wie dieses Jahr zum Beispiel, 3 Tage lang durchgehend, wir haben jetzt Donnerstag, Freitag und gleich nach Schabbat, 3 Tage lang durchgehend, nun, ohne Handy, ohne Facebook, kann man irgendwie überleben. Aber Essen, frisches Essen, Shtabach Shemurat, deswegen haben unsere Weisen uns gesagt, du kannst frisches Essen für Schabbat vorbereiten, aber indem du ein Eruv Tavshilin machst. Eruv Tavshilin, das heißt, wir nehmen eine gekochte Speise, mindestens 54 Gramm, das ist Kabeza, und Kasaitbrot. Heute haben wir kein Brot, wir haben eine Matzah. Und statt einer gekochten Speise von Kabeza von 54 Gramm haben wir genommen ein gekochtes Ei, ein fertig gekochtes, hart gekochtes Ei. Wir haben da eine Matzah, ein hart gekochtes Ei. Und das heißt, diese Speise, das Ei, das gekocht wurde, das Brot, das gebacken wurde, noch vor Yom Tov, wir nehmen das und sagen, das war der Anfang. Und das, was wir noch weiterhin am Freitag für Schabbat vorbereiten werden, kochen und backen werden, das ist eine Fortsetzung vom Anfang. Und deswegen ist das auch, das ist der Eruv. Das ist der Eruv. Das heißt, wir nehmen diesen Eruv und mit dem Eruv, das wir jetzt auf die Seite gelegt haben, solange dieser Eruv existiert, irgendwo im Kühlschrank ist, dürfen wir am Freitag vorbereiten für Schabbat. Ich sage Freitag, nur Freitag für Schabbat. Ich darf nicht am Donnerstag, das heißt morgen Yom Tov, darf ich nicht für Schabbat vorbereiten. Ich darf auch nicht einmal vom Donnerstag für den Freitag vorbereiten. Und sogar Donnerstag für Donnerstagabend, für den zweiten Leila Seder, darf ich auch nichts vorbereiten. Wie? Morgen der zweite Leila Seder, wie soll man denn sitzen? Ja, entweder wir haben noch einige Stunden Zeit, du bereitest es heute vor Yom Tov Eingang, das ist Variante 1. Oder 2, du wartest morgen bis Sternauszug oder zumindest bis Sonnenuntergang, das ist circa 19.35 Uhr, 19.30 Uhr. Und erst dann kannst du Vorbereitungen machen für den Donnerstagabend, weil das ist schon Donnerstagabend, ist schon der Freitag. Das heißt, morgen, erst nach Sonnenuntergang, kannst du beginnen, die erlaubten Vorbereitungen vorzubereiten. Oder Variante 3 ist, dass du Donnerstag in der Früh für den Mittag etwas mehr Essen vorbereitest, sogar mit der Absicht, um es später am Abend zu essen. Das heißt, du isst einen kleinen Teller Donnerstagmittag und den Rest lässt du für Donnerstagabend. Auch das ist erlaubt. Das heißt, für den Donnerstagabend, aber mit dem Eruv darf ich nur von Freitag auf für den Samstag etwas kochen und vorbereiten. Und deswegen, wie machen wir das? Wir nehmen beides in die Hand und sprechen den Segensspruch. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al mitzvat Eruv. Danach gibt es einen Text, er steht zwar auf Aramäisch, in jeder Agada, auch in dieser Agada gibt es sogar mit den deutschen Buchstaben, steht בדין ערובה, יהיה שערי לנה לאפויה, ולבשולה, ולתמונה, ולתקונה, ולדנוקה שרגה, ולמעבד כל צרכנה מיום טוב לשבת.
mit dem Eruv ist es uns erlaubt, zu backen, zu kochen, hat Manna zu machen, das heißt es zu bedecken und die Speisen vorzubereiten und die Kerzen anzuzünden und jede benötigte Tat für die Vorbereitungen für Schabbat, mit diesem Eruv ist es uns erlaubt. Wir legen den Eruv auf die Seite und diesen Eruv, normalerweise pflegt man den Eruv in der Suda Shlishi zu essen. Muss nicht unbedingt sein, das heißt, solange du am Freitag noch Vorbereitungen für den Schabbat tust, muss es existieren. Ist es weg, so kann man keine Vorbereitungen für den Schabbat machen. Und deswegen, mit dem Eruv wird es uns erlaubt. Jeder, wir haben noch Zeit bis Schabbat Eingang, soll das machen. Und ich wünsche uns jeden von uns, Bezad Hashem, Pesach Kasher Vesameach, dass wir alle gesund bleiben, jeden von uns unsere Herzenswünsche erfüllt werden. Dass wir noch dieses Jahr, heute Abend, Leila Seder, in Beit HaMikdash gemeinsam vom Pesachopfer genießen und essen werden, Bezad Hashem, dass der Mashiach so bald und rasch wie möglich kommt und uns alle erlöst und jedem uns unsere Herzenswünsche erfüllt werden und dass Gottes Name, Bezad Hashem, verherrlicht wird. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Noch eine Sache, nicht zu vergessen, Erev Pesach, es gibt die berühmte Sgula von Rabbi Shimshon Ostropolim, sie zu lesen. Auch dort, derjenige, der es liest, steht geschrieben, er wird behütet und es viele wunderbare Sachen. Es ist ein Text, auch das gibt es in dieser Gada mit deutschen Buchstaben. Unbedingt lesen. Es ist sehr, sehr wichtig, Bezad Hashem, Pesach Kasher Vesameach, Bracha Vatzlacha.